Hallo liebe Waagegeborene, schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen Orakel. Wir blicken heute zusammen in den Monat November. Los geht's wie immer mit einer Grundüberschrift. Heute aus dem Orakeldeck, wie geht es dir wirklich mit einer goldenen Frage? Nachher geht es weiter ins keltische Kreuz mit Zigeunerkarten und Crowley-Tarot. Und zu guter Letzt gibt es eine kleine Persönlichkeitsanalyse aus dem Symbolon-Orakel. Wenn Personenkarten vorkommen, bitte spürt immer mit, die Rollen können vertauscht sein und zusätzlich zu dieser Legung könnt ihr sehr gerne die Legung zu eurem Aszendenten anschauen, der ab der zweiten Lebenshälfte ausschlaggebend wird. Unterhalb des Videos in der Box findet ihr alle Infos für eine persönliche Legung und weitere Links für verschiedene Orakelkategorien. Und wie immer ein herzliches Dankeschön für eure Likes, Abos und lieben Kommentare, damit dieser Kanal weiter bestehen kann. Los geht's, meine Lieben, hier eure goldene Frage. Der Titel lautet Eine Reise zur Selbstentdeckung. Liebe Waagegeborene, eure Frage lautet, was für ein Mensch bin ich in meinen eigenen Augen? Was für ein Mensch bin ich in den Augen der anderen? Sehr spannende Frage, ja? Legen wir nun die Details aus. Wie ist euer Selbstbild und wie meint ihr, dass euch andere sehen? Ja? Hier geht es sehr stark darum, wie ihr euch selbst definiert und wahrnehmt, ja? Euer wahres Wesen. Los geht's mit den ersten drei Impulsen. Diese lauten die Treue, der Offizier und die Hoffnung. Hier geht es ums Thema Loyalität, möglicherweise um sehr wichtige Freundschaften, die einen neue Hoffnung schenken, die einem grundsätzlich Hoffnung schenken. Mit dem Offizier kann es hier auch um Institutionen, Behörden, um den Staat, um einen Chef gehen. Oder ihr kommt auf eine höhere Positionierung im Berufsleben, weil ihr loyale und positive Mitarbeiter seid. Ja? Ansonsten geht es hier auch darum, dass ihr immer mehr euren eigenen Wert erkennt mit dem Offizier und mit beiden Beinen, Füßen im Leben steht. Weil ihr loyal seid und weil ihr positive Vibes um euch hegt und pflegt. Auf eurer Gedankenebene ist der Geistliche. Das heißt, ihr habt auch immer mehr Vertrauen, entweder zu eurer Spiritualität, zu eurem Glauben oder grundsätzlich zum Leben selbst. Ja? Kann auch sein, dass ihr immer spiritueller werdet, immer mehr Glauben in euch selbst habt. Das ist etwas sehr Positives und etwas sehr Stärkendes. Es kann auch für einen spirituellen Mentor stehen oder für das Gebet oder Meditation, was es auch immer ist. Es wird euch hier sehr dienlich sein. Ja? Und wir haben auf der Ebene des Unterbewusstseins das Glück. Weiter soll ich euch hier noch sagen, mit dem Geistlichen, mit dieser Karte, dass eure Seelenebene immer mehr zum Vorschein kommt. Ja? Vielleicht ist das neu für euch, doch ihr merkt, dass es euch wirklich glücklich macht, dass es euch erfüllt. Das kann hier auch eine Form von Berufung sein, wenn wir das vielleicht auf beruflicher Ebene zusätzlich deuten möchten. Ja? Vielleicht geht es hier auch darum, eine eigene Firma zu gründen mit dem Offizier. Das möchte ich hier auch nicht ausschließen. Vielleicht auf genau dem Gebiet, das ich vorhin erwähnt habe. In der Vergangenheit ging es um das Kind. Hier kann es darum gehen, dass ihr mehr mit Kindern zu tun habt, dass ihr einen Neuanfang gewagt habt, dass ihr kindliche Wunden geheilt habt, dass es um eure eigenen Kinder ging, ja, oder dass einfach in eine bestimmte Situation frischer Wind kam, wie ich es gerade erwähnt habe. In der nächsten Zukunft haben wir die Fröhlichkeit, eine sehr heitere Karte, Feste feiern, Lebensfreude kultivieren, vielleicht Neues, Verliebtsein, sich mit Menschen treffen, die einem wohlgesinnt sind, ja. Es geht mit Sicherheit um den Feind, ja, also
Wie sieht es aus? Ist das alles nur Schein oder ist das echt? Das soll ich euch mit dieser Karte fragen. Oder es geht hier darum, wenn es euch so wirklich gut geht, welche Neider habt ihr im Umfeld, die euch das nicht gönnen? Ja? Oder seid ihr diejenigen, die sich das selbst immer wieder kaputt machen? Auch möglich. Selbstsabotage. Ja? In eurem Umfeld, wie schon fast gedacht, haben wir hier die Eifersucht. Ja? Hier neidet euch jemand etwas. Hier können Verstrickungen zugange sein. Ja? Mit wem habt ihr es hier zu tun? Möchtet ihr mit diesen Menschen weiterhin Kontakt haben? Ja oder nein? Und durch welche Augen, wie gesagt, sehen euch diese Menschen? Ja? Und durch welche Augen seht ihr euch selbst? Hoffnung oder Befürchtung ist der Tod. Ja? Also vielleicht habt ihr hier Angst vor einem bestimmten Ende, vor einer bestimmten Trennung, vor dem tiefen Transformieren. Das kann ja auch sein. Ja? Das macht nämlich manchmal Angst. Jede Veränderung macht einen anfangs immer unsicher. Ja? Hier kann es auch um eine Scheidung gehen. Das kann hier auch sein. Kann ich hier noch, genau das soll ich auch noch in den Raum stellen, es kann hier auch um Todesängste gehen. Vielleicht habt ihr hier manchmal Panik oder es geht um Menschen, die sich in eurem Umfeld so fühlen oder möglicherweise in extremster Form werdet ihr vielleicht sogar bedroht. Ja. Ich möchte hier keine Angstmacherei betreiben, ich möchte hier nur die Infos in den Raum stellen, die sich hier zeigen. Der Ausgang ist die Krankheit, die Witwe und die Reise. Ja? Also, hier kann es möglicherweise um eine Frau gehen, die in eurem Umfeld steht. Das kann eine Mutterfigur sein, eine ältere, weisere Frau, eine Frau in einem Entwicklungsprozess. Vielleicht geht es euch nicht gut mit dieser Person oder dieser Person geht es nicht gut. Vielleicht möchte hier jemand umziehen, auswandern, vielleicht möchte hier jemand weiterschreiten oder aus einer kranken Situation aussteigen. Das können natürlich körperliche Symptome sein, die sich hier zeigen, entweder bei euch oder der anderen Person. Vielleicht besucht man hier auch eine kranke Witwe, eine kranke Frau. Das kann hier auch sein, das könnte ein Krankenbesuch sein. Ja. Schauen wir nachher noch in die Klärungskarten, was ich euch noch hier auf den Weg mitgeben darf. Ja. Und unter dem Deck haben wir hier den Richter. Das kann hier eine juristische Angelegenheit sein. Das kann dafür stehen, dass sie immer mehr in Balance kommt. Ja, Harmonie, Ausgleich und Fairness. Der Geistliche spricht vielleicht auch davon, dass es um einen bestimmten Segen geht in einer speziellen Situation. Ja? Blicken wir, wie versprochen, in die Klärungskarten. Ich hätte hier gerne gleich zu Beginn die Klärungskarte zum Feind. Welche Infos soll ich euch hier noch mitgeben? Wir haben den Gehängten. Ja? Vielleicht habt ihr hier manchmal Schwierigkeiten, aus einer Sackgasse auszusteigen. Hier geht es möglicherweise auch um alte Verhaltensmuster, die euch absolut nicht mehr dienlich sind. Ja? Kann auch sein, dass euch andere Menschen immer wieder versuchen, auf einen bestimmten Weg in eine Sackgasse zu führen. Dann habt ihr die Aufgabe, bitte nicht mehr, euch nicht mehr anzuschließen. Ja? Bitte eine Klärungskarte zum Ausgang. Da haben wir den Prinz der Kelche. Der Prinz der Kelche steht für einen möglichen Liebhaber, für einen möglichen Gigolo. Weiter steht diese Karte auch für eine jüngere männliche Person im Wasserzeichen, Krebs, Fische, Skorpion oder ihr seid Aszendent in diesem Zeichen. Mit der Krankheit gekoppelt kann es hier um Trauma gehen.
Vielleicht ist es euer eigenes Trauma, ein Kindheitstrauma, vielleicht das dieser weiblichen Person oder es ist ein riesengroßes Mutterthema, das hier gelöst und angeschaut werden darf. Es geht hier nämlich sehr stark um Emotionen. Welche Emotionen? Es geht hier darum, dass einen bestimmte Emotionen so überfluten, dass man nicht mehr Herr der Lage ist. Und dann ist es sehr wichtig, dass ihr lernt, eure Gefühle zu beobachten und zu wissen, dass ihr nicht eure Gefühle seid. Ja? Distanziert euch von den Gefühlen nicht, indem ihr sie bedrängt, sondern beobachtet. Benennt sie möglicherweise. Ja? Werdet groß, werdet weit und betrachtet das nicht so eng. Das ist sehr wichtig. Ich weiß, dass das sehr leicht gesagt ist und das erfordert sehr viel Übung. Jedoch wird es sehr wichtig werden in dieser Zeit. Schauen wir weiter. Wir haben hier nämlich auch die Witwe und das Kind liegen. Das kann auf eine Mutter-Kind-Beziehung hinweisen. Ja? Los geht's mit den letzten drei Impulsen für heute. Der blinde Fleck, der Weg und das Ziel für die Waagegeborenen im November. Der blinde Fleck ist der Rattenfänger von Hameln. Ja? Also entweder seid ihr hier der Rattenfänger und betört die Menschen mit bestimmten Tönen und manipuliert sie, damit sie euch folgen, oder ihr seid diejenigen, die dem Rattenfänger in die Falle gehen. Beobachtet das mal. Ja? Auf eurem Weg haben wir das wütende Kind, das von seiner Mutter davonläuft. Also ich habe es ja vorhin gesagt, wir können bestimmte Mechanismen aus der Kindheit greifen. Wie deuten wir diese Karte? Das wütende Kind, das spricht für eure Aggressionen oder für die Aggressionen von euren Kindern. Hier möchte man am liebsten davonlaufen. Die Lösung heißt aber stehen bleiben und beobachten und sich nicht von den Emotionen überfluten lassen, sondern diese Energie, die sich in euch ansammelt, konstruktiv nutzen. Natürlich stellt sich dann die Frage, wie mache ich das? Anfangs hat man nicht sofort eine Lösung, aber durch das ständige Beobachten der Gefühle schafft man für sich mehr Raum. Das bringt mehr Sicherheit. Ja? Dann nach und nach kommen auch die Lösungen. Nicht vom Verstand. Ja? Also hier wäre es mal wichtig, eine Verhaltensweise an den Tag zu legen, die asynchron zu eurem automatischen Verhaltensmuster verläuft. Ja? Sind sehr komplexe Deutungen, mir ist das bewusst. Vielleicht möchtet ihr ja im Netz etwas recherchieren über die Aussagen, die ich hier mache. Kann auch sein, dass ihr hier manchmal Magen- und Bauchschmerzen habt oder eure Kinder, weil euch die Wut regelrecht auffrisst. Ja? Wohin führt das Ganze? Zum Dornröschenschlaf, das heißt, auf dieser dritten Position seid ihr in der Erlösung, das heißt, ihr werdet aus einem Traum, aus einem Schlaf erwachen, eurer Intuition immer mehr vertrauen. Vielleicht habt ihr lange schon das Gefühl, etwas Bestimmtes tun zu müssen und ihr habt es noch nicht geschafft und ihr wisst, jetzt ist die richtige Zeit dafür. Das war eine sehr tiefgründige Legung. Ich schließe deshalb jetzt auch mit so vielen Informationen ab, dass es nicht überflutet, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hoffe, euch damit Einsichten schenken zu können, Klarheit und Freude. Und ich freue mich selbst jetzt schon auf das nächste Reading mit euch. Bye, bye.